Nürnberg wurde der ehemalige Chauffeur Hitlers, Erich Kempka, als Zeuge aufgerufen. Er hat die letzten Stunden Hitlers und seiner näheren Umgebung im Bunker der Reichskanzlei miterlebt. Im Laufe des Verhörs wurde Kempka von der Anklagevertretung gefragt, ob er Hitlers Tod bestätigen könne. Dass Hitler tot ist, kann ich aussagen. Und zwar, dass er am 30. April nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr gestorben ist. Der amerikanische Ankläger Dodd fragt, ob Kempka selbst Hitler sterben sah. Nein, ich habe ihn nicht sterben sehen. Der Ankläger fragt, ob Kempka erklärt habe, er glaube, den Körper Hitlers aus dem Bunker getragen und angezündet zu haben. Ich habe die Frau Adolf Hitlers rausgetragen und habe Adolf Hitler selbst eingeschlagen in einer Decke gesehen.